приглашать. Достала и ласково в гости приглашать. Иришку звала. Иришку звала. Татарку звала. Дементия звала. Дементия звала. Гостинцами угощать. Достала и ласково гостинцами угощать. Лишки, лепёшки, лишки, лепёшки. Лепёшку. Клементию, лепёшку. Клементию, лепёшку. Анюшеньки, душеньки, свари не пирожок. Стала их тёщенька домой провожать. Достала. Анюшенька, душенька, ай!
Thank you.
Danke schön. Ich möchte mich auch bedanken, einmal beim Chor. Ich werde nur eins sagen, was ich hinten gehört habe. Ein Wort. Super. Jetzt ist das ja eine Veranstaltung mit der Partnergemeinde. Sollten wir das vielleicht auf Englisch übersetzen? Das ist also eine Sache, eine gemeinsame Sache mit der Partnerstadt Puschkin, mit einem Chor dieser Partnerstadt. Allerdings, der Chor singt ganz alleine. Wir Neuköllner sind nicht beteiligt. Ich könnte mir kurz vorstellen, dass man nicht jetzt die Volksbühne, das schaffen wir nicht. Aber dass man bei dem ersten Teil einige Lieder mit Orgelbegleitung spielen könnte. Und ich glaube, Organisten haben wir einige bei uns in Neukölln, die sehr gut sind. Wir hatten diesmal ja sehr wenig Zeit. Erst vor 3 Wochen wurde uns ja ganz klar, dass wir diesen Besuch möglich machen können. Insofern war das nicht möglich. Aber für den nächsten Auftritt hier in Neukölln, denke ich mal, sollten wir das versuchen zu machen. Der Pfarrgemeinde Heiliger Schutzengel ganz herzlich danken, dass wir hier zu Gast sein können. Die Pfarrgemeinde hat nicht gefragt, ob man, wie man das macht und ob man das macht. Sehr oft bei einigen anderen hatte ich eigentlich das Gefühl, wie kann ich mich da rausnehmen. Bei der Heiligen Schutzengelgemeinde, die hat gefragt, wie können wir das möglich machen? Und hat alles in die Wege geleitet, dass wir heute diesen Abend hier haben können. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie hier zu Gast sind und dass Sie von Stern gehört haben. Ich habe hier viele gesehen, die Behindertengruppe Kokas sehe ich da hinten, viele aus der Gemeinde St. Josef, Bruder Klaus ist hier in Sparkvertreten, auch natürlich die Heimatgemeinde Heilige Schutzengel. Ganz besonders freue ich mich aber, dass wir unsere ganz neuen Partner, die wir erst seit 6. Juli haben, nämlich das Standort Sanitätszentrum Berlin der Bundeswehr, ist bei uns vertreten. Nach Puschkin zu fahren fällt ja vielen schwer, weil es doch sehr weit ist und doch ein bisschen teuer ist. Aber die Bundeswehr besuchen, die könnt ihr ganz sicher mal bis nach Reinickendorf, denke ich mal, schafft man es auch aus Neukölln. Genau. Einige darf ich denken, dass sie hier geholfen haben. Es sind immer so ein paar dabei, die im Hintergrund arbeiten. Ich denke an Olaf Thran, der eine Menge gemacht hat. Ich denke an Benny Deutschmann vom Grund-Exterhaus. Der hatte um 7 mit seinem Koch das im Fahrsaal das Abendbrot für den Chor zu machen. Ich denke mal, wir müssen jetzt nicht ganz schnell auseinanderrennen, sondern wir können uns gerne noch mal etwas unterhalten. Eventuell auch mit dem Chor, wir müssen ihnen bloß etwas Zeit lassen, sich umzuziehen. Wir haben natürlich auch dann noch ein Problem. Ein sehr rücksichtsvoller Lkw-Fahrer hat dem Bus den linken Außenspiegel abgerissen auf der Straße des 17. Juli. Und wer mal ein bisschen fahren ist, der wird wissen, selbst beim Pkw ist es schwer, ohne Außenspiegel zu fahren, mit dem Bus ist es unmöglich. Wir müssen also heute noch, nach 9 noch versuchen, einen Außenspiegel zu bekommen. Denn der Chor fährt heute noch weiter nach Puschkin, also nach Hause. Nach dem Abendbrot werden sie sich fertig machen und dann müssen sie
um 24 Uhr an der Grenze sein, da läuft ihr Visum ab. Schade, wir hätten Sie ganz gerne noch einen Tag bei uns gehabt. Der nächste Besuch, denke ich mal, müsste mindestens 2-3 Tage sein. Schönen Dank. Erfolglich. И на память о сегодня.